Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Die Heiligen Karten! Jetzt schauen wir mal ganz kurz in unser Deck nochmal rein. Hoppala! Der tausendjährige Drache ist immer noch unser stärkstes Monster! Und Labyrinthpanzer ist auch noch mit dabei von der Partie. Okay, was werde ich jetzt in diesem Session machen? Hauptsächlich den Tristan antreten, denn ich brauche... ganz einfach, ich brauche einfach mal ein bisschen Kapazität in meinem Deck. Und das habe ich am besten vor, indem ich Tristan ein bisschen in den Hintertrete. Und zwar richtig derbe, richtig in den Hintertreten kann. Er ist schwach und einfach zu besiegen und besonders schnell zu besiegen. Deswegen ist er mein Opfer hier. Könnte es ein bisschen langweilig für euch werden, aber ich hoffe, das mal einfach nicht. Vor allem mit jedem Sieg kriege ich 5 dazu. Außerdem steckt noch meine Duellantenstufe, wie ihr ja noch wisst. Jedes Mal auf 1. Aber gut, diese Duelle gehen jetzt eigentlich nicht allzu lang, wenn ich mich nicht allzu dämlich anstelle. Ja, das reicht noch nicht. Ich habe viele 900er Monster jetzt schon wieder in meinem Deck. Das reicht sogar schon. Sieg Nummer 1. Und ich krieg Geld und ich krieg noch Karten. Na gut, die sind jetzt nicht die besten, aber vielleicht gibt ihr mir mal, oder vielleicht spendiert ihr mir mal eine gute. Okay, das ist so schwach und wird wirklich erledigt. Was gibt's noch zu berichten? Ja, was werden wir dann noch machen hier? Gibt noch viele Möglichkeiten. Und zwar richtig viele. Vor allen Dingen, wir müssen noch die letzten Lokalisierungskarten uns besorgen. Was wir auch noch auf jeden Fall machen werden hier in dieser Aufnahmesession. Lokalisierungskarten von Weevil Underwood. Genau, von Weevil Underwood, die müssen wir auch noch holen. Der mit seinen Waldkarten, da hilft mir vor allem der tausendjährige Drache, wenn ich ihn auf dem Feld bekommen würde. Aber momentan sind sich so viele 500er Monster, die ich eigentlich so langsam mal ersetzen möchte, gegen ein paar stärkere Karten. Deswegen ist Tristan jetzt so ein bisschen mein Versuchskaninchen hier. Was wird das auch wohl langsam wieder reichen hier? Na, noch ein Zug, dann haben wir den auch erledigt. Ja. Vor allem, wir brauchen ein paar Fischgerne-Karten so langsam. Also, Karten kaufen ist auch noch angesagt hier. So, Flammtänzer und tschüss. Das war's. Zweiter Sieg. Ich hab mega... Ach komm, das sind keine Karten. Tristan, ich doch mal was Anständiges. Okay. Der wird mal direkt eins auf die Fresse kriegen. Und was für eine... Also, Kartenladen steht uns bevor. Vielleicht auch noch einiges mehr, und zwar noch, wie Blana wurde schon gesagt, vielleicht auch noch ein paar Raritätenjäger, ja. Letztes Mal haben wir ja noch einen kennengelernt, und zwar diesen Rare Hunter auf den Kartenfriedhof, wo eigentlich Bounce sein Gebiet hat. Das Gebiet müssen wir uns nicht mehr anschauen, glaube ich, hier in diesem Let's Play. Das ist abgehakt. Ich weiß nicht, wer kam der nächste? Ich glaube, wie hieß der denn nochmal? Arcana kam als nächstes. So, wie kann ich schon mal verraten von den Raritätenjäger? Den hat damals im Anime Yugi besiegt. Yugimoto. Arcana war ein Magier. Also auch einer, der den schwarzen Magier-Gang gespielt hat. Ich glaube, der hat sogar dreimal im Deck gehabt. Wenn ich mich nicht alles irre. Ich habe Riesenvogel bekommen. Naja. Wobei ich stehen geblieben, genau. Das wird, glaube ich, der nächste sein, den wir treffen. Und noch treffen werden. Hier, doch, Schwarz doch gerade aktivieren können. Ah! Naja, was soll's. Der ist ja eh nicht schwer, der Tristan hier. Ich wusste gar nicht, hat er sich überhaupt mal einmal in Anime duelliert? Ich glaube gar nicht. Wenn ich mich zwar so richtig erinnere, hat er sich noch nie duelliert. Er hat höchstens mal als Karte gegen Bakura, das war in der ersten Staffel noch, auf den Königreich der Duellanten. Sonst eigentlich nicht, nein. Hauptsächlich haben sich
Joey, Yugi und Kaiba, ob sie jetzt duelliert. Wer kennt die großartigen Duelle nicht von den dreien? Der schloss, ich glaube, dieses Let's Play auch gar nicht an. Ach ja, Tribute muss ich zahlen. Stimmt ja, wenn ich jetzt muss, muss man ja blechen hier. Für so ein Labyrinth-Panzer. Den ich auch, glaube ich, bald ersetzen werde. Ich habe Maschinenkönig bekommen, ja, immerhin, ey. Garten werden so langsam, aber sicher besser. Ich glaube, noch zwei Duelle mache ich gegen den. Das sollte dann reichen. Es kommt natürlich noch darauf an, wie viel Gesprächsstoff ich jetzt hier noch habe. Aber ich glaube, das geht mir jetzt eigentlich nicht ganz so schnell aus, weil Yu-Gi-Oh! Ich weiß noch gar nicht, was können wir denn noch machen? Ja, also es gibt eigentlich nicht viel zu tun. Eigentlich. Deshalb unser Deck mal wieder ein bisschen stärker machen hier. So langsam mal in die Tausender-Bereich kommen. Noch 4, 7 hat er, noch 3, 8. Noch 2, 9, noch 2. So noch 1 zu, dann ist er platt. Ja. Machen wir das Ganze wieder mit Opfern. Jawohl, es war sogar ein Dämon. Perfekt, Labyrinth-Panzer, bitte. Ich habe, was habe ich bekommen? Ach Gott, das ist so eine nutzlose Karte, die ich auch nicht brauche. So, wie gesagt, jetzt gehen wir mal in den Kartenladen. Also viel habe ich noch nicht freigespielt hier. So, schauen wir mal ganz kurz, was du hast. Oh nein, ja, kannst mir noch weiterhelfen. Ich habe mal die falsche Taste gedrückt. Anderes Punkt. Boah, Valkyrion, der Superkrieger. Boah, der kostet aber richtig viel, sehe ich gerade. Hat aber einen geilen Effekt. Hier im Spiel. Maskiert die Bette des Guardians. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt so ein Tribut. Oh, die kosten mal sowas von viel, ey. Schädel, das kostet ja 37, Topf 58, okay. Aber den müsste ich mir nicht kaufen hier. Denn ich brauche ein paar Donner. Das sind ja nicht gerade billig, die Karten hier. Hier haben wir doch eine Gottheit. Die Frage ist jetzt, was habe ich eigentlich für eine Duellantenstufe? 137. Müssen wir uns merken. 137 als Duellantenstufe. Was haben wir denn hier? 137. Oh, kommen wir nicht an die 1300 ran. Schade. Bei die 1200 kommen wir ran. Okay, was hat mir auch schon zu viel? Was habe ich gesagt? Ich brauche ein paar Elektroviecher. Traum wäre auch nicht ganz so verkehrt. Weil ich glaube, ich auch noch brauche. Hier haben wir so eine Donner, die kostet mich aber 140. Schlecht. Erde-Dämon, Wasser-Dämon. Ja, wieder der Bolzenpinguin. 1100. Hier haben wir noch ein paar, was kann denn der Krötenmeister? Was hat der denn für einen Effekt? Ja, der kann Monster rufen, die schwach sind. Hilft mir nix. Apropos, ne, habe ich glaube ich schon dreimal im Deck. Ja, genau, habe ich schon dreimal im Deck. Was haben wir denn noch für Effektmonster? Die Sanduhr wird gekauft. Sanduhr ist ein Muss. Was macht der nochmal? Erhöht der nochmal die Lichtmonster, oder? Genau. Der Parasit, was macht der noch? Bringt mir nichts. Magische Lampe bringt mir auch nichts. Das wär geil. Das tausendjährige Opfer. Ich überlege, ob ich ein paar Ausrüstungszauberkarten mehr hole. Schade, Lichtfetter geht noch nicht rein. Was haben wir denn hier? Umi Wiesenwald. Ne, auf ein Themendeck möchte ich mich nicht beschränken. Skerkenlichtmonster. Monster Realm, also kostet nur 60.
gekauft. So eine gute Karte, lassen wir uns doch nicht entgehen, ey. Lego kann, glaube ich, direkt angreifen. Ja. Ich muss mir echt was überlegen. Also ich würde sagen, wir gehen dann in den 1200er Bereich. Aber es geht sogar hier. Den Steingeist kann ich nehmen. Ja, ist nicht ganz so schlecht. Kann ich auch was von 1300 noch schon nehmen? Nee. Nee, 140. Da muss ich noch ein bisschen besser werden. Was die Duellantenstufe betrifft. Problem ist, es gibt so wenige Donner. Was kann der denn? Ach, schade, wenn du der Herrscher kann ich nicht sehen. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man das nicht sehen kann. 289, also hier kommen schon die dicken Brocken hier oben. Die Frage ist, kaufe ich mir jetzt was? Ich habe 14.300. Komm, eine Bolzenpinguin hole ich mir schon mal. Ich brauche echt Elektro später noch. Da kommt jetzt auch noch so ein Elektro von uns auch noch. Aber noch an 1100. Ich weiß, dass ich ein bisschen gerade brauche hier. Warum kaufen wir was einfach? Was soll's? Ich habe eh das Geld. Das Geld ist aber das kleinste Problem hier. So, wollen wir jetzt mal ganz kurz in unser Deck reinschibbern. Okay, ich habe 100 Differenz. Das ist ja gar nichts. Zwei Karten werden rausgetan. Das Ganze jetzt im Angriffswerten sortieren. Robaklon kann ich noch was reintun. Sehe ich gerade das Geheimnis auch nicht. Wie gesagt, ich wollte eigentlich ein Elektrophäe reinholen. Wie das zum Beispiel. Jetzt brauche ich noch die Sanduhr rein, dann wird das alles passen. Ja, passt auch. Super. Also wir haben schon ein bisschen gesteigert wieder mit unserem Deck. Das sollte jetzt schon mal ein bisschen stärker sein gegen Weevil Underwood. Den wir jetzt, glaube ich, auch machen werden. Genau. Komm, wir machen den jetzt einfach. Im Park ist der. Lass mich doch durch. Da ist er. Mal gucken. Eiselein sind ja meine Schüler. Wenn du gegen mich im Duell drin bist, musst du erst alle anderen besiegen. Ich vergeude meine Zeit nicht mit einem Weicher. Okay. Also her mit euch. Mein Insektenarmee da, ey. Was hat denn da? 800? Wald. Oh, fängt ja gut an hier. Ich habe nur Schrott. Aber ich weiß mich zu helfen. Hexenlehrling. Schon bin ich stärker. Ja, schon muss er im Verteidigungsmodus spielen. 750, 780. Der ist schon mal weg, scheiße, die verdeckten Karten. Wir müssen angreifen hier. Jawoll. Ich könnte opfern. Das mache ich noch nicht. Hexenlehrling greift an. Aber die werden schon stärker jetzt, also... Ganz unterschätzen darf ich sie jetzt nicht mehr. So, jetzt wird geopfert. Hexenlehrling. Labyrinthpanzer. Feuer frei. Das Feuer ist eröffnet. Lego, sie nehmen die Gegner ja. Scheiß drauf, dafür wird er im Angriffsmodus gespielt. Haha. Und Labyrinthpanzer erstmal halb umgenietet. 300 Punkte, mir gar nichts. Mir gar nichts geschadet, wirklich. Ein paar Punkte da, die ich jetzt verloren habe. Labyrinthpanzer, finito. Ich habe keine Lebenspunkte mehr. So sieht die Sache aus. Ich habe Wald bekommen. Oh, ganz toll. So, den hier oben. Noch den anderen hatte ich, glaube ich, schon letzte Mal im letzten Part. Oh je, das sieht schlecht aus. Das ist eine Katastrophenwand hier. Das ist echt eine Katastrophe, Mann.
kleine Chimäre mit 780. Boah, was mit 800? Oh. Schade, vielleicht kriege ich was platt von ihm. Nee, schade. Aber 520 ist wenig. Die Sanduhr. Spielt den hier einen Effekt erst aus? Ja, spielen wir jetzt den Effekt aus. Jawohl, das war gut. Jawohl. Was hat der denn? 780, 780. Weg damit. Nein! Das war bitter. Reicht nicht, also weg damit. Jetzt kommt bitte, 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 bitte. Yes! Also Wald und Wind hat der hauptsächlich Parasite, der muss... Nein, du... Ich weiß nur, was zu helfen. Labyrinth, Panzer, Feuer! So, jetzt hast du erstmal wieder ein Stück Arbeit vor dir. Glück gehabt. Zweimal Labyrinth, Panzer zugeschlagen. Yes, und tschüss. Tschüss, du Gegner. Yeah! Ich hab 740 bekommen. Dunkles Zebra. Oh, wer schon wieder das rein tun könnte, ey. Ich meine gute Karte bekommen. So, gegen dich noch? Nein. Jetzt bist du fällig. Ja, ja, ja. Du warst nicht klein aus mir. Die Frage ist jetzt, was spiele ich jetzt? Ja, komm, ich spiele gleich im Angriff. Jawoll! Jawoll, du bist genauso schwach wie deine Schüler, Junge. Genauso schwach. Ach, egal. Nein! Verdammt! Nein! Okay. Was bist du? Du bist Licht. So ein Monster kann ich eher gebrauchen. So, jetzt habe ich wenigstens ein Monster hier. Was wenigstens ein paar Punkte hat. Oh, nur 10 war schon ein bisschen stärker. Ich habe eine Fallenkarte noch hinten. Jawoll! Ich kontrolliere das Feld. Und das ist auch gut so. Und Attacke. Mit 435, dann ist Geschichte hier. War eine Schicht im Schach. Jawohl, er hat noch angegriffen. Tschüss! Wie Landauert! Insektenkönigin. Scheiße, das brauche ich nicht. Ich habe gegen einen Wurm mit dich verloren, Nigit. Du hast eine Lokalisierungskarte bekommen. Nice. Sehr, sehr nice. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Jetzt können wir, glaube ich, ins... Nein, wir können nicht weiter. Hä? Wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's weiter? Da ist noch Esper Woba. Gehen wir noch mal in den Kartenladen. Okay, nein, gehen wir noch mal hier zu Groß... Yugis Großvater ist auch nichts, okay. Dann geht's, glaube ich, echt im Kartenladen weiter. So war es auch in der Story, hä? Ich will immer überlegen hier. Was hat. Warte, das zu Elking, Weaver und Joey war gleichzeitig. Und es gibt was bei Kunst. Außer die beiden Schwachköpfe hier. Im Park gibt's auch nichts. Oh, es gibt noch eine Möglichkeit. Naja, den einfach mal zum Duell herausfordern. Wie geht's weiter? Ah, vielleicht brauche ich... Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht mit Yugis Großvater den mal kurz ansprechen. Vielleicht kann die Thea mir weiterhelfen. Du scheinst ja ganz gut zu spielen. Und Joey, das ist nicht so gut. Es wäre schön, wenn alle drei ins Finale kämen, ja.
hier ist nur Mokobor, genau. Mit dieser Maschine. Friedhof? Ach du, lass mich doch durch. Hier ist nur Bones. Hm? Ist auch keiner. Da oben ist noch erstmal Wauber. Ja. Okay, es ist ja gegangen. Okay, jetzt habe ich irgendwas geklickt. Ich habe leider nicht gelesen, weil ich dachte, das war jetzt nicht so relevant. So, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt Yugi finden? Aber den finde ich ja hier nirgendwo. Das ist es ja. Also eigentlich weiß ich, dass es im Kartenladen weitergeht. Komme ich irgendwie dahinter? Ist das eine Passwortmaschine? 1, danke. Mit der Passwortmaschine kann ich ja Karten freispielen. Habe ich ja ganz vergessen. Naja, egal. Ich kaufe mir lieber die Karten, dafür habe ich das Bargeld. Was, okay, wo geht es denn jetzt hier weiter? Jetzt bin ich in den Part. Weil mehr ich eigentlich auch nicht vor, heute aufzunehmen. Genauso machen wir das auch. Ich beende hier mit dem Part und sage mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Yu-Gi-Oh! Die Karten.